Ja, hallo, ich begrüße alle auf meinem Kanal auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Der Markus Ritz, das bin ich. Und es gibt heute wieder ein bisschen etwas über Yoga. Und zwar aus meinem Padmasana-Heft über Karma-Yoga. Ja, die kann man erwerben. Da steht vieles über Yoga, über das Leben, über Gesundheit drin. Und heute ein paar Gedanken zum Karma-Yoga. Karma-Yoga, der Yoga des Handelns, ist einer der Yoga-Wege. Das bedeutet nicht einer der Yoga-Stile nach bestimmten Menschen, Meistern, Gurus, sondern der Karma-Yoga gehört zu allen Menschen, die Yoga machen. Es ist der Yoga der Handlung, nämlich nach dem Motto, handle, ohne auf die Früchte des Erfolgs zu schauen. Mache Yoga und schaue nicht, wie weit du kommst, wie gut du schon bist, was du schon erreicht hast, sondern übe täglich ohne Gedanken, was du erreichst. Gib jeden Tag dein Bestes und das genügt immer. Viele Menschen wollen halt Yoga machen, dass sie beweglicher sind, dass sie gesünder werden, dass sie erleuchteter werden, das heißt immer mit einem Ziel, mit einer Frucht sozusagen. Und Krishna, die Gottheit, sagt in der Bhagavad Gita, der Bibel der Yogis, zu dem Krieger Arjuna, achte nicht auf die Früchte deiner Handlung, handle um der Handlung willen. Nun, wie viele machen Yoga um der Handlung willen, um des Yogas willen? Auch Karma-Yoga macht man oft, weil man etwas erwartet, etwas wünscht, etwas bekommen möchte. Das ist aber nicht Karma-Yoga. Karma-Yoga ist, achte nicht auf die Früchte deiner Handlung. Mach's einfach. Schreib die Prüfung, egal was rauskommt, gib dein Bestes, das genügt. Ja, mache Yoga die Stunde. Egal, was andere denken, wie die Stunde war, wie gut sie war, wie toll sie war, wie schlecht sie war, sondern mach einfach eine Yogastunde ohne Erwartungen. Es muss gut sein, es muss toll sein. Die Leute müssen begeistert sein. Das machen nämlich auch viele. Das ist nicht Karma-Yoga. Man hat einen Wunsch, eine Erwartung. Und im Yoga ist es besser, wenn man keine Wünsche hat, sondern einfach übt und fertig. Das bedeutet einfach sein Bestes geben, die Aufgaben erledigen, die auf einen zukommen, nicht ausweichen, nicht zu viel rumjammern, sondern einfach ins Tun gehen, ins Handeln, ins Machen. Ohne auf die Früchte. Ach, jetzt habe ich dem schon wieder geholfen. Das war toll. Warum hat man nicht geholfen? Um der Hilfe willen. Das sind Menschen, die haben Helfersyndrom. Das haben gerade so Heiler, Heilpraktiker, Yogalehrerinnen, Yogalehrer, Alternativmediziner, die wollen helfen. Helfersyndrom. Warum macht man es eigentlich nicht einfach, weil es gut ist? Um der Handlung willen. Wenn man jemandem hilft, erwartet man auch, dass die Hilfe gut ankommt, dass man es richtig macht. Dass, wenn man hilft, ein Ergebnis kommt. Ich habe dem geholfen, jetzt geht es dem besser oder der hat es leichter gehabt. Sondern einfach, jemand braucht Hilfe, ich gehe hin und mach's und gehe dann wieder und fertig. Aber man weiß, die Psyche ist immer so dahinter und will irgendwas bekommen. Das hängt aber mit inneren Themen zusammen. Mangelnder Selbstwert, Helfersyndrom und diese ganzen Geschichten. Da gibt es schon genug Videos von mir. Und so möchte ich einfach nur sagen, Karma-Yoga heißt einfach tun. Ohne Bewertung, wie gut es war, wie schlecht es war, sondern man gibt sein Bestes und das ist immer gut genug. Weil mehr wie sein Bestes kann man ja nicht geben. Maximal 100%, 120% kann ich nicht geben. Nur 100%, also alles. Und trotzdem, der Mensch ist ja so programmiert, so konditioniert, dass immer etwas herauskommen muss, ein Ergebnis, etwas Gutes, muss was bringen, es muss was nutzen. Ja. Als Eltern kennt man das. Das Kind schmeißt den Teller runter, man ärgert sich und dann muss man ihn doch wieder aufräumen.
Es nützt nichts. Man kann sich drehen, wenden, wie man will. Man muss den Teller dann aufräumen, Scherben zusammenkehren. Ja, und dann geht's weiter. Und im Leben ist es genauso. Egal, wie ich die Yogastunde halte, wie vielen Menschen sie gefällt, wenn ich es mache, mein Bestes gebe, was ich kann, was ich drauf habe, dann ist es egal. Und wenn es von 20 Leuten nur einem gefällt oder ein mehr, oder es gefällt überhaupt niemandem, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, dann ist es auch egal. Ich habe authentisch mein Yoga weitergegeben und wenn es niemandem gefallen hat, ist es ja dann eigentlich egal oder nicht. Und wenn es nicht egal ist, ist die Frage, warum hat man es dann gemacht? Damit es anderen gefällt? Oder habe ich es gemacht, weil der Yoga Yoga ist und Yoga so gemacht wird? Und hier ist nämlich schon der erste Haken. Und ich kenne viele Yoga-Lehrer und Lehrerinnen. Es ist oft, anfangs zumindest, ich muss es gut machen, es muss den Leuten gefallen. Damit das Yoga-Studio läuft, muss ich alles richtig machen. Muss gut, muss Leute ziehen, muss mich den Leuten anpassen. Nein, gar nicht. Sondern man sollte sein Ding machen. Um des Yogas willen und nicht um irgendetwas zu bekommen, berühmt zu werden, gut zu werden. Sondern einfach der Yoga in sich ist schon ein System, zufriedenstellend. Was will man mehr? Wenn Yoga schon alles ist, was muss ich dann noch gut machen? Ich muss es nur tun. Und wir haben halt als normale Menschen gelernt, muss was leisten, es muss was bringen, musste nach Krankenkassen bla 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 machen, du musst dann immer Mantra singen, musst dies machen und das muss dabei sein und eine Drehbewegung, eine So-Bewegung, ist doch egal. Wenn ich das nicht für richtig halte in dem Moment, warum soll man es tun? Nur damit es anderen gefällt. Karma-Yoga, Yoga des Handelns. Tu einfach dein Ding. Jammer nicht, beschwer dich nicht, sondern mach das, was da ist, was zu tun ist. Auch wenn du Nein sagen musst bei gewissen Menschen. Nein, ich helfe dir nicht. Nein, ich komme nicht. Nein, das mache ich nicht. Auch das gehört dazu. Die Handlung. Nicht, ah, ist der jetzt böse, ist der traurig, was denkt er jetzt von mir? Was denken andere Menschen von mir und so weiter? Ist immer dasselbe. Sondern einfach handeln um der Handlung willen. Das ist Karma-Yoga. Wie Krishna sagt, Arjuna, kämpfe um des Kampfes willen, kämpfe um das Recht und schaue nicht auf die Früchte deines Handelns. Sondern es ist die Aufgabe des Kriegers zu kämpfen und darum kämpfe. Der Yogi ist wie ein Krieger. Er tut das, was zu tun ist. Das, was die Aufgabe ist. Er läuft nicht davon. Er überstrapaziert die Probleme auch nicht. Sondern er tut einfach, egal, ganz nach dem Motto, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Man tut es halt einfach. Ohne zu denken, ohne zu bewerten, sondern einfach das, was der Körper sagt, macht es jetzt, dann macht man das. Ohne zu schauen, richtig oder falsch, also seinen Verstand soll man natürlich einschalten, aber manchmal weiß man nicht genau, soll ich jetzt ja sagen, nein sagen, soll ich die Schraube rechts umdrehen, links umdrehen, ja, fängt man halt mal an und guckt. Ja, Karma-Yoga, ist gar nicht so einfach. Manche machen das in Ashrams, die müssen dann vielleicht eine Woche, zwei Wochen, 10 Jahre Karma-Yoga machen. Aber man muss immer dahinter schauen, denn der Gedankengang ist listig, das Hirn ist sehr schlau, es versucht immer etwas rauszuholen. Drum schau mal, warum machst du Karma-Yoga? Wenn du Karma-Yoga machst, machst du es, um etwas zu erreichen oder bist du selbstlos? Wirklich selbstlos. Nicht selbstlos, um selbstlos zu werden, sondern wirklich selbstlos, ohne etwas zu wollen, wie zum Beispiel selbstlos sein. Ja, das Gehirn ist tricky, das versucht dann immer zu überlisten mit allen Tricks und man denkt sich immer alles so schön, aber es ist, wenn man tiefer hineinblickt, ist es manchmal sehr verwirrend und auch ätzend, wenn man sieht, man bescheißt sich selber.
Ja, das waren meine Gedanken zum Karma-Yoga. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Abonniert gerne meinen Kanal auf YouTube oder bestellt die Hefte, steht ganz viel drin, sind immer so etwa 60 Seiten, mal mehr, mal weniger, über die ganzen Themen Yoga, Leben und Gesundheit. Dann wieder mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.